Nun, wir machen weiter mit Pokémon. Und meiner Reise und der Inselwanderschaft. Ich kann eigentlich mal hier durchs Dickicht gehen. Da kommt nämlich was auf mich zu. Und zwar ist es... Ach, wie süß. Ein Wommel. Ach, ein Wommel. Guck doch mal. Ein kleines Wommelchen. Da kann ich dann, das kann ich nicht angreifen. Tut mir leid, greife ich nicht an. Fange ich direkt. Mit einem Superball. Aber ein Wommel hau ich nicht. Es geht hier auch um moralische Shit. Ich kann, sorry. Ich kann. Nein, ich kann keinen. Kann ich nicht. Wommelchen. Kleines Wommelchen. Ich nehme einen Hyperball. Aber ich werde nicht... werde hier nicht einfach ein kleines, wehrloses Wommelchen hauen. Kleines, süßes Wommelchen. Gott, das ist ja wirklich zum Fressen. Wie die Ärmchen da einfach so runterhängen. Diese unschuldige Naivität. Ach, kleines Wommelchen. Hört doch mal aufs Wommelchen. Soll ich Wommelchen auch großziehen? Nee. Wommelchen erstmal so. Ach guck, das war auch gar nicht das, was mich angreift. Kommt es immer direkt zum Random Encounter? Ach, ein Trumpy. Hab ich doch schon. Oh. Was soll Pichu tun? Zerstören. Shit. War vielleicht ein bisschen... naja, ihr wisst schon. Na, was ist eigentlich da mit Abrahimovic? Der, der hat auch noch keine einzige Attacke, glaube ich, gelernt, seit ich ihn habe. Der ist wie Kappador. Der kann gar nichts. Ach, der ist ja noch paralysiert, ey. Ich muss sagen, Ian gefällt mir richtig gut. Was? Kraftwelle?
Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die es eventuell paralysiert. Dafür könnten wir... Was ist nochmal? Mogelhieb. Was habe ich hier? Sandwirbel. Oder Tackle. So. Ach, come on! Ah, ein Fukano. Wieso ist denn Wingy jetzt zuerst? Ach so, weil Pichu tot ist. Ja, aber ist ja gar nicht schlecht eigentlich. Hier, zack. Wieso habe ich eigentlich so viel Hyperbälle? Schnappen, allerdings habe ich ja schon ein Feuer-Pokémon, ne? Ich wollte ihn eigentlich gar nicht umbenennen. Krogmeier, oder? So, aber nicht mitnehmen. Also ich meine, ich brauche keine zwei Feuer-Pokémon eigentlich. Hallo Tini, wie geht's deinem Pokémon? Prima. Das freut mich. Mein Team könnte allerdings eine kleine Pause vertragen. Los, lass uns ins Pokémon Center gehen, Tini. Ja, das wollte ich doch. Hast du gewusst, dass Kapuriki irgendwie mit der Vegetationsfähigkeit... Da darf man nur rein, wenn man einen guten Grund hat, wie etwa die Inselwanderschaft. Ach ja, kennst du dieses tolle Item schon? Hier, ich gebe dir ein paar von meinen ab. Drei Exemplare des Items. Blema. Interessant auch, dass das Wort Item... in den Videospiel, in den deutschen Videospielsprachgebrauch übergegangen ist und nicht übersetzt wurde. Hätte ja auch ganz einfach Gegenstand stehen können. Das Pokémon Center freut sich immer über deinen Besuch. Ja, bitte. So, man muss aber feststellen, dass keiner meiner Pokémon bislang sich transformiert hat. Was haben wir denn überhaupt? Flammiau? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Was mache ich denn hier? Nicht der Pokédex. Also er mir Level 14, 15, 12, 12, 13,
10. Es wird einem auch nicht angezeigt, wann die transformieren, ne? Mit welchem Level. Das für ein Menü. Gut. Bringt mich alles hier nicht wirklich weiter. Wen habe ich denn eigentlich? Abramovic bringt gar nichts bislang. Teleport hat er nur. Der muss ja offensichtlich noch krass werden, deshalb behalte ich den im Team. Sonst hätte der schon längst irgendwie noch eine andere Attacke. Das ist immer auffällig, wenn die am Anfang so scheiße sind. Willst du mir kurz zuhören? Na klar. Vielen Dank, ich rechne es dir hoch an, dass du mir hilfst, obwohl wir uns gar nicht kennen. Also, mein Schnucki und ich verbringen gerade unsere Flitterwochen hier in Alola, aber seit er auf Route 3 zum ersten Mal einen Wommel gesehen hat, redet er von nichts anderem mehr. Wo wir herkommen, gibt es dieses Pokémon nämlich nicht, weißt du? Mein Schnucki findet offenbar besonders seinen gelben Körper und seine langen Rüssel total schön. Och, guck mal. Das ist ja lustig. Das kitzelt mich. Komm hier hin. Komm auf meine Schulter. Hier. Komm hier. Komm hier. Ja, komm, komm, trau dich. Trau dich. Ja, hier ist schön. Hier ist schön, ja. Sobald ich genau weiß, wie dieses Pokémon aussieht, kann ich nämlich selbst eins fangen. Wommel gibt es, wie gesagt, auf Route 3. Wenn du meinen Wunsch erfüllst, bekommst du natürlich auch eine Belohnung von mir. Hallo, habe ich vielleicht schon einen Wommel? Mit seinem langen Rüssel saugt es also Blütenstaub und Honig auf. Mit Schnucki recht, es ist wirklich ganz niedlich. Aber zuerst gebe ich dir mal deine wohlverdiente Belohnung. Hier, bitte. 3000! Hä, wo habe ich denn 27.000 auf einmal? Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Wie, ich bin ja mega rich. Das kann mir jede Haarfarbe der Welt leisten. Wir können ja mal ganz kurz, wir haben jetzt eh, die Zeit ist eh schon fast um, aber da kann ich ja noch mal ganz kurz, wenn ich dann noch mal ganz kurz auf die Pokémon gehen kann, wie, ich jetzt mal hier zum Beispiel, jetzt mal Abramovic. Nee, wo sind denn die anderen Pokémon von mir? Kann ich die nicht auch ein bisschen... Hä? Nee. Aber nicht du. Ich kann nur die nehmen, die ich jetzt auch im Gepäck habe. Das ist ja blöd. Ich habe das ehrlich gesagt, fällt mir gerade auf. Ich habe es noch gar nicht. Wie habe ich denn Zugriff auf meinen PC für die anderen Pokémon?
Wie kriege ich denn jetzt... Wo sind denn jetzt meine anderen Pokémon eigentlich? Ach, das ist wieder ein Pokécenter. Wo ist denn hier der PC? Ach, das Ding hier, genau. So. Da haben wir nämlich hier unseren Wommel. Ich dachte, das wäre jetzt in diesem Pokémon anders, dass man nicht mehr an den PC muss. Habe ich mich geirrt, gebe ich zu. So, und jetzt kannst du nämlich hier hingehen und die Pokepause machen. So, und dann können wir nämlich hier Wommelchen. So, da ist unser kleines Wommelchen. Und man kann gar nichts machen. Doch, jetzt kann ich das hier, eine Bohne füttern. Zum Beispiel hier so eine kleine gelbe Bohne. Dann hat das Wommel mich nämlich total lieb. Noch eine, komm. Okay, eine noch. Gucken, was passiert, wenn man drei Bohnen gibt. Noch niemand hat es je versucht. Eine vierte Bohne. Für Wommel. Ach so. Man muss die da festhalten. Okay, warte. Aber wo, warum? Die sind ja trotzdem weg. Habe ich die dann jetzt weggeschmissen? Okay. Das ist ja doof. Okay, eine noch. Eine Bohne noch, dann mache ich Schluss hier. Friss. Guck mal, die will nicht mehr. Okay. Das war jetzt noch. Das war mir jetzt ein Anliegen, dass ich diese Pokémon-Session beenden kann. Und Wommelchen geht's gut, bis wir uns wiedersehen. So, das war's schon wieder mit Pokémon. Ging schnell rum. Nächste Woche widmen wir uns mehr Wommel und seinen Kollegen. Jetzt geht's weiter hier mit, ich glaube, Schröckert und Simon und Call of Duty. Und davor noch Wishlist. Oh, was für ein wunderbarer Ausklang für einen wunderschönen Dienstagabend. Das war's mit mir. Danke für euer Feedback. Ich bin raus. Bis morgen. Tschüss. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land und suche weit und breit. Pokémon, um zu verstehen, was diese Macht verleiht. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Wir vertrauen auf unseren Mut. Ich lerne von dir und du von mir. Pokémon, komm und schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir.